67% der Bestattungen in Salzburg sind Feuerbestattungen. Salzburg 24 hat sich beim Krematorium am Kommunalfriedhof erkundigt, wie eine solche Verbrennung vor sich geht. Es ist so, dass wir hier ja das Krematorium in Salzburg ja auf den neuesten Stand der Technik gebracht haben. Das heißt, es wird mit Gas betrieben. Wir haben hier zwei vollautomatische Öfen, wo der Sarg auf eine Schiene gestellt wird und die automatische Anlage dann den Sarg in den Ofen einfrieren lässt. Also die Leiche muss in einem Sarg verbracht werden und wird natürlich auch einzeln verbrannt. Und jeder Verstorbene erhält auch eine Nummer. Das ist ein Keramikplättchen mit einer Nummer darauf. Und dieses Keramikplättchen wird am Sarg aufgelegt und wird mitverbrannt. Und wenn die Asche dann vom Ofen entnommen wird, dann bleibt auch dieses Keramikplättchen über mit der eindeutigen Identifizierung des Verstorbenen. Und dieses Keramikplättchen kommt auch in die Urne hinein. Warum sich immer mehr Menschen für eine Feuerbestattung und gegen eine Erdbestattung entscheiden, liege vielleicht auch am Preis. Man kann davon ausgehen, dass sie noch etwas billiger ist wie eine Erdbestattung, aber das kommt immer darauf an, welche Wünsche man äußert. Der Sarg ist natürlich ein großer Kostenfaktor. Es gibt Särge, die billig sind, es gibt teurere Särge. Also da muss man das dann abwägen und insgesamt gesagt, ist die Feuerbestattung noch etwas günstiger. Ja. Im Laufe des kommenden Jahres wird der Kommunalfriedhof eine weitere alternative Bestattungsform anbieten. Die neueste Umsetzung, die wir nächstes Jahr vorhaben, das ist die Baumhainbeisetzung. Das ist eine geschlossene Gruppe, wo sich viele alte Bäume befinden. Und im Wurzelbereich dieser Bäume wird dann eine Urne beigesetzt. Und diese Urne soll aber aus biologisch abbaubarem Material sein, weil das eben zu dieser Naturbestattung dazugehört.